Draußen ist jetzt richtig dunkel, ne? Ja. Kripo mal eins, Gilot. Hallo. Hi. Zum KDD zu gehen hat mich unter anderem bewegt, dass es ein sehr abwechslungsreiches Themengebiet ist, von Todesermittlungsverfahren bis Sexualdelikte, Raubdelikte. Ich finde es einfach super interessant, in den Dienst zu kommen und nicht zu wissen, was als nächstes passiert. Ja, okay, alles klar, bis gleich, ciao. Melina, kommst du? Ja. Dann müssten wir direkt los. Ach so, ja. Mein Name ist Melina Reisel, ich bin 25 Jahre alt, ich bin Kriminalkommissarin und bin seit 2,5 Jahren beim Kriminaldauerdienst in Mainz. Das ist ein bisschen dubios alles. Dort ist aufgrund von einem Wasserschaden ein Haus geöffnet worden durch Feuerwehr und Polizeikollegen und in diesem Haus wurde ein Leichnam gefunden. Ready? Yes, ma'am. Das soll sich wohl um die Bewohnerin handeln, die da schon längere Zeit liegt. Und aufgrund der Schwierigkeiten mit Identifizierung und Feststellung der Todesursache wurden wir angefordert. Wir hatten Mitteilung von der Werkstatt, dass Wasser durch die Wand kommt, möglicherweise vom Nachbarshaus. Mülltonnen voll. Dame allein gemeldet, allein lebend, keine Hinweise auf Verwandtschaft. Hier gibt es noch einen Hinweis, Tochter, vermutlich schon verstorben. Oh. Immer ein bisschen grausam irgendwo, wenn die so lange nicht gefunden werden, dann wenn es keinen gibt. Ne? Dass Menschen so isoliert und alleine sterben, ist leider gang und gäbe. In der Stadt ist es meistens so, dass sich die Nachbarn leider gar nicht mehr kennen heutzutage. Das ist nicht mehr so wie früher und man klingelt mal kurz für Kaffee oder Mehl, sondern man geht sich aus dem Weg. Also ich auf der einen Seite finde ich das auch immer traurig, wenn die Leute so zurückgezogen sind und ja, keiner herankommt. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, woran lag's? Mhm. Oft ja, haben die ja selbst auch irgendwo sich zurückgezogen, ja. Und was? Genau. Ich bin ja ganz anders gestrickt. Also wenn ich mal in ein Seniorenheim müsste, dann mit meinen ganzen Kumpels zusammen am besten. Du würdest jeden Tag Bingo spielen, fünfmal. Ich liebe Bingo, ist mega. Wir werden hier hinzugerufen, weil vom Arzt nicht in Aussicht steht, dass hier ein natürlicher Tod bescheinigt werden kann. Und wenn diese Bescheinigung nicht vorliegt, muss ein polizeiliches Todesermittlungsverfahren eröffnet werden. Wenn die Akte vollständig ist, geht es zum Staatsanwalt und erst der kann über die Freigabe und Beerdigung entscheiden. Ah ja, okay. Oh, das ist aber jetzt gruselig, gell? Mhm. Ziemlich. Prinzipiell kann uns alles erwarten an Leichenfundort. Es kann sein, dass ein alter Mensch allein noch ordentlich in seinem Haus gelebt hat oder in einer kleinen Wohnung. Es kann aber auch sein, dass wir ein komplettes großes Haus vorfinden, von unten bis oben zugemüllt. Und im schlechtesten Fall müssen wir den Leichnam suchen. Mitten in der Stadt, das ist zu krass wieder gerade, dass da sowas versteckt ist. Aber hier, gestern, ne, hatten wir auch einen Hinterhof. Das ist jetzt wieder Hinterhof. Ja. Merci. De nada. Schlägen liegen da noch nicht noch mehr irgendwo. Mhm. Wo liegt sie denn? Keine Ahnung. Das wird jetzt ein bisschen spannend, glaube ich. Scheiße. Beim Öffnen der Haustür ist mir direkt jetzt hier so ein, ja, ein Geruch aufgefallen. Das ist jetzt kein Leichengeruch, sondern das ist also wirklich so ein Geruch wie alter nasser Keller. Aber wir betreten ja ein Haus über der Erde. Insofern bin ich gespannt, wo das herkommt. Oh weh, oh weh. Boah, das hätten sie uns mal sagen können, dass hier kein Strom ist, ne? Ja. Mist. Es ist schon ungewohnt, gerade wenn man sich in dem Haus nicht auskennt und das erste Mal das Haus betritt und schon merkt, oh okay, kein Strom, ich kann mich nur auf mein Licht von der Taschenlampe konzentrieren, macht die ganze Kulisse schon ein bisschen gruseliger. Don? Hm. Warten. Nur gucken, wo du bist. Beim Betreten von dem Haus wird mir direkt bewusst, dass hier das jetzt nicht der Fall ist, wo die Dame ordentlich im Alter noch gelebt hat, sondern dass wir es hier schon ein bisschen mit Verwahrlosung zu tun haben. Das ist nicht alles rumfliegt da. Ganze Wohnung ist verschimmelt. Ja. Ah, hier ist er. Direkt. Ah, ja.
Den Leichnam haben wir ja relativ schnell finden können, gleich links in einem Schlafzimmer. Ich sag mal, eine alte Frau, die allein irgendwann in ihrem Müll lebt, bis sie stirbt und keiner kriegt das mit. Das ist schon furchtbar, für mich persönlich. Ach, da ist ja gar nichts übrig. Oh, Scheiße. Ganz so kompliziert habe ich es mir jetzt nicht vorgestellt vorhin. Da hat sie wahrscheinlich geschlafen. Wir versuchen uns den Leichnam so gut wie möglich anzuschauen, ohne groß was dran zu verändern, weil eben die Gefahr besteht, dass wir da auch Verletzungen oder Beschädigungen hervorrufen. Jetzt müssen wir rausfinden, was passiert ist. Und das gibt uns aber auch die Chance, diese Einblicke eben zu gewinnen in diese fremden Leben. Melina, da müssen wir uns gleich mal einen Überblick verschaffen, wie umfangreich das hier überhaupt ist. Willst du dich hochtrauen? Mhm. Und dann machen wir erst sie. Ja. Bestellen das Bestattungsunternehmen. Genau. Und dann können wir hier schauen, ob wir noch was finden können, was uns weiterhilft. Ne? Ja, ich würde mal hier mich oben noch umgucken kurz. Mhm. Und gucken, ob man hier noch was findet. Der Dominik vom Mogon 1141, grüß dich. Die Wohnung ist relativ eng, der Leichnam ist mumifiziert, ganz leicht und klein. Es sollte keine größeren Schwierigkeiten geben. Ja. Gut, dankeschön, gell? Ciao. Der Leichnam ist schon fast komplett mumifiziert und auch trocken. Insofern riecht das fast gar nicht. Und da teilen wir uns auf, dass nur einer eben die Arbeit am Leichnam verrichten muss und der andere übernimmt das Beleuchten und das Fotografieren. Das mit Melina ist das unkompliziert, da ist es schnell abgesprochen. Hast du eine Kleiderschere parat? Na, vergiss es. Da sind so viele Tiere dran. Ja. Nee, das ist alles voll Maden, ne? Ja, pass auf. Das ist auch alles festgeklebt. Ja. So ein Einsatz ekelt mich an sich nicht. Es ist eher so, dass ich es wirklich interessant finde, wie stark ein Körper verwesen kann, die ganzen Abbauprozesse des Körpers. Und es ist so, dass ich sogar eher noch einen Schritt drauf zugehe, um es genauer zu beobachten, als davor zurückzuschreiten. Also wenn ich da jetzt groß was runterhole, dann reiße ich da Verletzungen am Körper auf, die vorher nicht da waren, weißt du? Also tatsächlich würde ich jetzt behaupten, in dem Leichnam machen wir gar nichts. Wir sehen hier noch ganz viele Überreste von Maden, und zwar in Form von Puppen, aber keine lebenden Maden mehr. Das sagt mir einfach, dass der Leichnam schon sehr, sehr lange liegt. Also viel länger als vielleicht auch anfänglich durch die Kollegen vermutet. Und ich würde sogar davon ausgehen, dass wir hier von mehreren Monaten reden. Und überlassen aber dann auch wirklich die rechtsmedizinische Untersuchung den Spezialisten in der Rechtsmedizin. Oh Mann. Du, Annette, müssen wir uns mal auf das Umfeld hier beschränken. Genau, dann gucken wir uns. Gucken, ob wir einen Hinweis finden auf was weiß ich, Fernsehzeitung, Post, irgend sowas. Ja, oder Angehörige. Hinweis auf ein Datum, Hausarzt, Angehörige. Ja. Also wenn du hier nur so ein bisschen ordentliche Übersichten machst, ich glaube, mehr geht da wirklich nicht, gell? Ja. Wenn wir vom Leichnam nicht mehr so viele Informationen bekommen können, das macht es in so einem Fall für uns dann unheimlich viel wichtiger, die äußeren Umstände zu dokumentieren. Ja, wir schauen nach allen möglichen Hinweisen, die uns da behilflich sein können, um aufzuklären, wie diese Frau gelebt hat. Hier ist eine Haarbürste. Hast du? Ja, da sind auch Haare dran. Da hast du sogar Wurzeln dran. Ja, die nehmen wir mit, ne? Ja, die würden wir mitnehmen. Da ist noch eine Haarbürste, die ist wahrscheinlich noch besser. Guck mal. Ja. Nachdem wir den Leichnam gefunden haben, suchen wir nach Spuren, um den Leichnam zu identifizieren, sei es ein Personalausweis. Dann suchen wir meistens nach DNA-Spuren, seien es Haare, Zahnbürsten zum Beispiel. Das ist schon interessant, weil es einfach auch spannend ist, wie die Frau gelebt hat. Die Sachen erzählen ja auch eine Geschichte an sich. Ich laufe mal hoch, Melina. Also oben ist noch ein Badezimmer und ja, ein leeres Schlafzimmer. Ah, da können wir dann tatsächlich gucken wegen Zahnbürste, ne? Ja, kannst mal gucken. Ich würde mal hier in dem kleinen Bad gucken. Also hier sind schon mal zwei Zahnbürsten zum Beispiel. Ja. Ne, drei. Immer mehr. Vier. Wir haben schon Fälle gehabt, in denen eine verstorbene Person gefunden wurde. Und im Rahmen der Aufnahme
der Todesermittlungssache haben wir noch eine zweite Person gefunden. Das kann vorkommen, wenn eine Person gepflegt wurde von der anderen und die pflegende Person verstirbt. Also das ist selten, aber ich habe es schon mehrmals erlebt. Insofern schauen wir natürlich schon in jedem Raum in so einem Haus, wenn wir wirklich nichts wissen, um auch nichts zu übersehen. Oh, du lieber Gott. Oh Mann, ey. Also das ist das Gruseligste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ohne Scheiß. Also eben habe ich ja schon gedacht, da hinter dem letzten Zimmer hinten. Ja. Da liegt doch so was Weißes, Eingerolltes. Kannst du meinen Gedankengang... Ja, ich kann ihn weiter. Ich habe schon gedacht... Kommst du runter? Ja. Nicht, dass da noch einer liegt. Ja. Sollen wir mal runtergehen in den Keller? Ach du lieber Gott. Oh, Melina, ey. Da wächst ein Pilz im Keller. Boah. Ach du Scheiße. Also das habe ich noch nicht gesehen. Das ist fürchterlich hier. Ja. Da ist der Trockner ist... Da liegt die Wäsche drauf, alles ist nass, alles schimmelt und auf dem Boden wächst ein Pilz raus. Boah, ey. Nachdem wir das realisiert haben, dass das Pilz ist, was auch so riecht, eben nach diesem Keller und diesem Feuchten, ja, da fällt natürlich jeder Atemzug schwer. Und wenn man da durchläuft, durch diese kalte, befallene, feuchte Wohnung und jeder Atemzug ist im Taschenlampenlicht sichtbar, also da fallen mir ganz viele gruselige Filme ein. Insofern ist das schon sehr besonders für mich. Was ist denn das hier? Aber komischerweise ist es doch irgendwo wieder... Doch, ein bisschen Faszination, so blöd wie es klingt, gell? Wahnsinn, dass jemand so... Ich meine, jeder kriegt ja eigentlich schon Hilfe in Deutschland irgendwie auf irgendwelchen Wegen, ne? Ja. Dann warten wir mal auf den Bestatter. Ich wundere mich immer wieder, warum jemand jetzt wie die Frau sich da keine Hilfe geholt hat. Auch wenn sie es finanziell locker hätte verkraften können. Für mich der Schluss, den ich daraus ziehe, der heißt immer Krankheit. Also sie muss irgendwo eine Krankheit, eine psychische Erkrankung oder Wesensveränderung gehabt haben. Aber wir können hier überhaupt kein abschließendes Urteil fällen, was die Todesursache angeht. In dem Fall war jetzt ja wirklich das Haus abgeschlossen, die Frau alleine. Es gibt für uns erstmal keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Aber bezüglich nicht natürlichem Tod, was ja auch ein Unfall, Sturz oder ein Suizid sein kann, da sind wir dann darauf angewiesen, was die Rechtsmedizin noch rausfindet. Hallo. Also es gibt kein Licht, das macht es auch nicht leichter, ja? Wir leuchten euch. Ja. Der Leichnam wird vom Bestatter jetzt abgeholt und morgen früh bekommt ein Kollege von uns die Akte und Schlüssel zum Haus und alles, was wir mitgenommen haben. Der entscheidet dann wiederum, ob nochmal eine Leichenschau stattfindet oder ob der Leichnam weitergeht in die Rechtsmedizin. Entweder zum Zwecke der Identifizierung oder zum Zwecke der Todesursachenfeststellung. Packen wir's. Das war mal jetzt wirklich... außergewöhnlich, würde ich behaupten. Mit der Wohnung da unten, krass. Diese Fälle mit den einsamen Menschen, die machen mich zumindest auch so ein bisschen aufmerksam, was mein Umfeld angeht. Also in der Nachbarschaft oder Bekanntschaften, die älter sind, da, wenn man länger nichts gehört hat, da wundert man sich schon und nimmt dann immer mal wieder Kontakt auf, einfach um zu hören, geht's euch gut. Jetzt überleg mal, ich meine, jetzt, wir kennen die Geschichte ja nicht von der Frau, ne? Aber das Ganze, alles, was da drin ist, diese ganze Einrichtung, Klamotten und, das ist ja nicht alles von ihr wahrscheinlich, sondern irgendwie muss ja doch mal Familie da gewesen sein. Vor allem eigentlich sah es ja aus wie so ein Mehrgenerationenhaus, ja? Ja. Ich habe immer noch eine ganz klare Abgrenzung zwischen Dienst-Dominik und Privat-Dominik. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was einen in die Lage versetzt, so die Tätigkeit dauerhaft auszuführen. Das merke ich auch an unseren Kollegen, die Jungen, die dazukommen. Der eine kann es, der andere nicht. Diejenigen, die es nicht können, die suchen sich auch ganz schnell was anderes und das ist auch okay. Also unsere Arbeit hier im Kriminaldauerdienst mit den vielen Toten in allen möglichen Zuständen, dafür muss man einfach diese Abgrenzung für sich machen können. Sonst würde man wahrscheinlich anfangen, nachts davon zu träumen und dann funktioniert das nicht.
Wenn euch interessiert, wie ein Überfall auf Nasa-Imbiss von uns aufgenommen wird, klickt hier unten in die Mediathek. Und wer Interesse hat an der weiteren spannenden Todesermittlungssache, kann sich die hier oben noch aus der ersten Staffel angucken.